So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stein. Dieses Mal keine reguläre Folge, sondern einfach eine Bonusfolge. Wie ihr hier jetzt auf der Karte sehen könnt, habe ich jetzt alle Sammelobjekte gesammelt. Das wollte ich ja machen. Es ist gut, dass ich es nicht im Spiel gemacht habe. Hat sich doch noch ein Weilchen hingezogen. Wieso ist denn das der Zyklus markiert? Na, egal. Es ist auf jeden Fall gut, dass ich das nicht im Spiel gemacht habe, sondern einfach so. Wir können uns jetzt die Sammelobjekte anschauen. Die sind jetzt auch alle komplett. Das wollte ich jetzt einfach noch mal nachschieben. Quasi als Bonusfolge. Wen es nicht interessiert, muss es nicht angucken. Irrlicht. Damals als Ärmer. Ich wollte eigentlich hier komplett. Junger Mann. Das bin ich auf dem Bild. Ich muss es fallen gelassen haben, als ich in den Sumpf gekommen bin. Aber wer ist das Kind neben mir? Du kannst dich wirklich nicht mehr erinnern? Junger Mann, dieser Schal erinnert mich an alte Zeiten. Es war Herbst. Ich habe den Schal einem geliebten Menschen geschenkt. Er muss ihn wohl hier verloren haben. Junger Mann, scheint, als ob ich nicht der Erste bin, der hier vorbeikommt. Irrlicht. Der Sumpf ist älter, als du denkst. Es gibt viele verlorene Seelen in dem Sumpf. Aber solange ich bei dir bin, wirst du keine davon werden. Junger Mann, wer würde solch eine Waffe verwenden, Irrlicht? Es scheint, als ob es ein Relikt aus dem Krieg der Ältesten wäre. Junger Mann, die Ältesten? Du meinst wie das Biest Senel? Irrlicht? Ja. Senel und die anderen Ältesten kämpften über die oberste Herrschaft über das verlorene Königreich, bis nur noch die stärksten und grausamsten Kreaturen überlebten. Junger Mann. Wow, das Tier, das solche Eier legt, muss riesig sein. Irrlicht. Allerdings hoffen wir, dass wir ihm nicht über den Weg laufen. Irrlicht. Das muss eine von Sartasis Schuppen sein. Der Größe zufolge muss sie die Schuppe vor vielen Jahren verloren haben, als sie noch kleiner war. Junger Mann. Nun ja, dennoch größer als jedes andere Insekt. Junger Mann. Was soll das für eine Schnitzerei sein? Irrlicht. Vor langer Zeit war das Wesen Ermatu eingesperrt. Diese Schnitzerei hatte seinen Wächter. Hatte seinem Wächter gehört, bis der Wahnsinn überhand nahm. So, komplett. Junger Mann, ein Spiegel im Sumpf? Dieser Ort ist nicht immer ein Sumpf gewesen. Auf jeden Fall heißt es, dass als Ermatur seinen Verstand verloren hat und vor der eigenen Identität geflohen ist, alle Spiegel im Reich zerbrochen sind. Irrlicht, damals, als Ermatu noch gefangen war, wurde dieses Gefäß verwendet, um es zu besänftigen. Schade, dass wir es nicht früher gefunden haben. Da fehlt ein Komma übrigens. Zwischen war und wurde. So, komplett. Junger Mann, es steht Junior darauf. Warum erinnert es mich an etwas? Oder an jemanden? Junger Mann. Sie ist kaputt. Ich frage mich wirklich, wie spät es gerade ist. Sie scheint auf jeden Fall ziemlich wertvoll zu sein. Sie sieht wirklich nicht billig aus. Die Eltern haben das Kind ziemlich verhätschelt. To the best son in the world. Und der Ring. Junger Mann. Dieser alte Ring zeigt ein königliches Ehepaar. Wo sind sie? Das ist ein Re Relikt aus einem lang vergessenen Märchen. Ein König verliebte sich in eine Göttin. Sie gab alles für ihn auf. Beide lebten in Frieden und Wohlstand, bis er starb und sie das Königreich mit sich in Schmerz und Leid zog. Das übliche Märchen eben. Okay. Das waren die Bonusgegenstände von Schein. Wir können uns nochmal die Statistik ansehen. Ihr seht, 1042 Tode. Ich bin also zwischenzeitlich schon noch ein bisschen gestorben. Mein Geisteszustand hat sich verbessert, soweit ich das weiß.
Ich war vorher bei 27, 24. Ich habe 100% Fortschritt gehabt und ich habe dafür knapp 11 Stunden jetzt gebraucht. Also ungefähr eine Stunde mehr, das wären noch 4 Folgen gewesen, das muss echt nicht sein. So, ich habe alle Sammelobjekte gesammelt, ich habe knapp 15.000 möchte ich bei der Zahl nicht sagen, 14.500 knapp, naja, 14, ja, egal. Man kann es auch einfach sagen, 14.348 und bloß 10.279 Sprünge, das finde ich wenig. Okay. Gut, das wollte ich jetzt einfach noch hinterher schieben, dass wir das auch mal gesehen haben. Spielstände. Könnte ich noch neue anlegen. Muss jetzt aber auch nicht sein. Und ansonsten gibt es hier nicht mehr viel. Wir können uns nochmal die Karte angucken. Dieses gesamte Reich, das wir erobert haben. Ich muss nochmal gucken, ob hier dieses. Bei mir wird gerade meine Firewall eingeblendet die ganze Zeit. Ich muss nochmal gucken, ob das bei euch auch dieses Overlay zu sehen ist. Wenn ja, Pech. Wenn nicht, egal. Ja. Ich denke, das soll es dann gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit von euch. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Und. Auf Wiedersehen.